Wenn du noch kein Balkonkraftwerk hast, dann bist du bei diesem Video genau richtig. In diesem Video geht es um ein neues Balkonkraftwerkset, und zwar das FLET 990 Plus mit zwei Modulen. Für den Einstieg in die Balkonkraftwerkwelt ist das genau das Richtige. Bei diesem zusammengestellten Set der Firma Yuma kannst du nichts falsch machen. Dieses ist ausgestattet mit hochwertigen Komponenten und Zubehör. Zudem habe ich auch für dieses Set einen Gutscheincode für meine Community exklusiv von Yuma bereitgestellt bekommen. Den Gutscheincode, den Link zu diesem Set und auch weitere informative Videos zu Balkonkraftwerken findest du unten in der Videobeschreibung. Wir werden jetzt in diesem Video alle Schritte von Bestellung bis Montage der Anlage durchlaufen. Für die App-Einrichtung habe ich dir ebenso schon ein Video erstellt, damit du von mir alle Ausführungsschritte bis zur laufenden Komplettanlage erhältst. Mein erstes Balkonkraftwerk bestand ebenso aus zwei Modulen und einem kleineren 600 Watt Wechselrichter. Aktuell bin ich bereits bei 4 Modulen und einem Speichersystem von EcoFlow mit Zusatzakku. Also wenn du einmal angefixt bist und du selber siehst, wie das Ganze deine Stromrechnung drückt, wirst du sehr wahrscheinlich, falls natürlich auch der Platz dafür da ist, wie ich aufrüsten. Ganz sicher. Das Ganze ist nämlich auch ein super Hobby. Lass uns jetzt aber mal mit der Auswahl und der Bestellung starten. Um jetzt ein Balkonkraftwerk zu bestellen, gehen wir auf www.yuma.de. Oben links finden wir dann auch schon die Balkonkraftwerke zur Auswahl. Dann suchen wir uns hier die gewünschte Befestigungskategorie aus, in meinem Fall jetzt für ein Flachdach, was im Prinzip die gleichen Halterungen bzw. Aufständerungen sind wie auch für den Garten. Du kannst aber auch wählen zwischen Balkon, Schrägdach oder der Fassadenmontage. Also bei mir geht es jetzt mit Flachdach weiter und dann, wenn wir jetzt nach unten scrollen, dann finden wir hier auch schon das Yuma FLET 990 Plus mit zwei Modulen. Aber auch mit einem, drei oder auch vier Modulen ist das Set zu bekommen. In meinem Fall wähle ich das Set mit zwei Modulen aus. Bei diesem Set sind zwei leistungsstarke bifaziale Solarmodule, die zusammen bis zu 1286 Watt erwirtschaften können. Der aktuelle Heumiles HMS 800W 2T mit integriertem WLAN, sodass keine separate DTU nötig ist. Und dann haben wir noch die ganz neuen und sehr stabilen Halterungen, die auch von der Neigung zwischen 18 und 22 Grad verstellbar sind. Was jetzt aber auch noch benötigt wird, ist das Anschlusskabel. Hier wählst du jetzt die gewünschte Länge mit Schuko-Stecker oder bei Wunsch natürlich auch mit einer WLAN-Steckdose. Schuko-Stecker reicht völlig aus, hier wähle ich jetzt 10 Meter aus, dann kommen wir zum Strommessgerät. Du brauchst nicht unbedingt eins, du kannst das Ganze über die App einsehen und abrufen. Falls du dennoch zusätzlich eines möchtest, kannst du hier das ganz normale Stromgerät mit Display oder das MyStrom Wi-Fi Switch Strommessgerät mit WLAN-Funktion auswählen. Falls du nämlich Echtzeitdaten auch von unterwegs einsehen möchtest, was über die App nicht möglich ist, dann empfehle ich dir natürlich den MyStrom Wi-Fi Switch. Ich wähle jetzt mal keinen aus, Speicher möchte ich auch keinen und dann geht's weiter mit in den Warenkorb. Überprüfe nochmals alle Artikel im Warenkorb, passe diese gegebenenfalls an und klick danach auf zur Kasse. Gib hier dann deine persönlichen Daten ein, hier den Rabattcode und folge dann den selbsterklärenden Schritten mit Versand und Zahlung. Und 6 Tage später kam dann auch schon meine Lieferung. Zuerst empfehle ich dir, Decken auszubreiten, um die Module sicher darauf platzieren zu können. Nicht, dass wir nachher irgendwelche Kratzer oder Beschädigungen an den Modulen vorfinden. Dann öffnen wir mal den Zubehörkarton. Hier haben wir jetzt das 10 Meter Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, zwei DC-Verlängerungskabel für die Solarmodule, ein kleiner Zubehörkarton mit einer Wechselrichterhalterung, Edge-Clips und einer Abdeckkappe. Dann haben wir noch einen kleinen Zubehörkarton mit demselben Zubehör. Hier haben wir den Heumiles HMS 800W 2T Wechselrichter, die vier Halterungen bzw. Aufständerungen,
und zum Schluss noch zwei Solarwerkzeugschlüssel. Mit den Aufständerungen fangen wir jetzt mal an. Alles, was du dafür brauchst, ist ein 10er und 12er Gabelschlüssel oder auch einen passenden Steckschlüssel. Das Schraubenpäckchen mit den dickeren Schrauben, also dem 12er Kopf, werden jetzt zuerst benötigt. Das erste Teil der Halterung wird mit einer Schraube, die von oben eingesetzt wird, mit einer Mutter von unten gekontert. Halte dazu von oben die Schraube fest und drehe die Mutter von unten ein, aber nur so weit, dass der Halter noch zum Ausrichten ist. Der Halter wird bündig mit der Außenkante des Modulrahmens ausgerichtet und dann mit der Schraube fest angezogen. Auf der gleichen Seite mit gleichem Rücksprung von der Außenecke des Modulrahmens wird jetzt das identische Teil ebenso angebracht. Gegenüber wird dann das andere Halterungsteil montiert, ebenso wieder bündig mit dem Modulrahmen und dass die vier vorgebohrten Schraubenlöcher vom Halterungsteil nach innen zum Modul zeigen. Danach wird das Verbindungsstück aufgesetzt und mit je vier Schrauben und Muttern an einer Verbindung befestigt. Hierzu wird das andere Tütchen mit den 10er Schrauben benötigt. Hier haben wir Langlöcher, damit wir je nach Bedarf den Neigungswinkel zwischen 18 und 22 Grad einstellen können. An der anderen Verbindung machst du das genauso. Dann je nach Bedarf der Neigung ausrichten und festschrauben. Wenn alle Halterungen richtig befestigt sind, kommen wir zur Befestigung des Wechselrichters. Bevor das aber geschieht, mach noch ein Bild vom Aufkleber auf dem Wechselrichter, denn hier benötigst du nachher noch ein paar Daten, um das Ganze in der App einzurichten. Du kannst ihn unten, seitlich oder auch oben befestigen. Dafür benötigen wir jetzt diese zwei Halterungen. Pass einen Halter an die Rahmenbreite an und befestige ihn so, dass sich die Nut der Wechselrichterhalterung auf der Rückseite des Modulrahmens befindet. Bevor jetzt der andere Halter montiert wird, messe den Abstand der Aufnahme des Wechselrichters, also 15 cm. Montiere jetzt den zweiten Halter genau so, dass von Mitte Schraube bis Mitte Schraube 15 cm entstehen. Dann werden die Hammerkopfschrauben in die Nut eingelegt und schon kann der Wechselrichter eingesetzt und mit den Unterlegscheiben und Muttern befestigt werden. Danach können die Leitungen von diesem Solarmodul mit dem Wechselrichter verbunden werden. Eine Verpolung der Steckerverbindungen kann nicht passieren, also keine Angst. Denn seitens des Wechselrichters und dem Solarmodul gibt es je ein weibliches und ein männliches Steckerende. Jetzt fängt die Funktions-LED auch schon an zu blinken. Und genau das liegt an den bifazialen Solarmodulen, denn die Solarzellen können auch die Sonnenenergie in Solarstrom umwandeln, die auf die Rückseite des Moduls fällt. Das erhöht natürlich den Wirkungsgrad und somit den Stromertrag des Solarmoduls verglichen mit normalen Modulen. Am zweiten Modul werden jetzt die Leitungen mit DC-Verlängerungskabel verlängert und ebenso mit dem Wechselrichter verbunden. Das Anschlusskabel mit Schuko-Stecker kann jetzt ebenfalls mit dem Wechselrichter verbunden werden. Wenn die Module am richtigen Platz stehen, dann sollten die Halterungen noch mit den Schutzmatten unterlegt und mit zum Beispiel Steinplatten beschwert werden. Solltest du deine Module im Garten aufstellen, dann rate ich dir noch den Untergrund anzupassen, um den höchsten Ertrag rausholen zu können. Achte hier nochmals in der Anleitung auf deine Windzone. Der Schuko-Stecker der Anlage kann somit eingesteckt werden. Falls du die Heumals Installer App noch nicht haben solltest, lade dir diese herunter, melde dich an und erstelle dir eine Anlage mit Klicken auf das Plus. Die komplette Einrichtungsanleitung der App mit der Balkonkraftwerkanlage habe ich dir, wie am Anfang des Videos erwähnt, bereits erstellt. Den Link dazu findest du wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und aktuell werden jetzt gerade ca. 700 Watt erzeugt.
So, und das war's eigentlich auch schon. Wenn dir mein Video helfen konnte oder in irgendeiner Weise gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonnier und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag tschüss, bis bald, dein Tobias.